Kirsten! Anni, hallo! Ja, und jetzt? Was ja, das ist die Frage. Und jetzt, was machen wir? Wir haben jetzt uns vorhin nicht ganz gut verstanden, glaube ich. Da war es so laut im Hintergrund. Da war es laut, ja. Genau, am 25.10. ist eine große, große Sache geplant in Berlin. Das ist international, soll das sein. Also wir laden wirklich weltweit die Menschen ein, nach Berlin zu kommen, weil vom 25.10. bis 27.10. der Weltgesundheitsgipfel tagt in Berlin, also der World Health Summit. Ja, da ist nicht nur die WHO anwesend, aber die WHO ist komplett anwesend, die ganze Führungsriege. Mhm. Und da ist auch anwesend, sind die Gesundheitsminister sämtlicher Länder eigentlich, China, unsere Bundesregierung natürlich komplett mit Spahn und Merkel und von der Leyen, Drosten, Wieler und Co. Und auch so Drahtzieher wie die CEPI, die Gavi, der Präsident der Bill und Melinda Gates Foundation, die ganze Pharmaindustrie, die Großen, ja. Also die sind alle versammelt und ich nehme mal an, dass die versuchen, über unser Schicksal zu beraten. Ja. Und da würde ich gerne ein Wörtchen mitreden, sozusagen, ja. Das soll ein braver, ganz stiller, leiser Protest werden. Ja, genau, also mit so Mundschutz bis hier, dachte ich. Und, ja. Nee, also im Gegenteil. Also ich habe den Schweigemarsch mitgemacht. Ich fand das an sich mal eine interessante Idee und bin deswegen auch angereist nach Berlin, weil ich die Erfahrung machen wollte, wie das ist, wenn wir uns wirklich mal ganz überzogen an die Regeln halten, sozusagen. Aber ich bin nicht so ein Freund von diesem Black-Dingenskirchen. Wie heißt das noch? Black Lives Matter? Nicht Black Lives Matter, sondern diese quasi, wenn man so paradox... Schwarze Wahrheit. Genau, schwarze Wahrheit. Das ist nicht so mein Ding, glaube ich. Und ich bin einfach bin da mitgelaufen und als ich schon angekommen bin, habe ich gemerkt, wie ich so richtig traurig werde, meine Querdenker-Freunde so unter den Masken zu sehen. Und ich fand es irgendwie echt trist und war dann ganz hinten und habe die Maske nicht an. Ich ziehe nie eine Maske an und ich habe sie auch da nicht angezogen, hatte einen Attest in der Tasche. Und ich habe ehrlich gesagt diesen Marsch nur ausgehalten, indem ich die ganze Zeit laut gesungen habe. Und mich in gute Laune gesungen habe und Frieden und Freiheit gerufen. Ich habe dann mal wieder einen auf den Deckel gekriegt, weil es ja ein Schweigemarsch war. Aber ich fand es einfach traurig und am Tag drauf war dann halt diese Gewalt am Brandenburger Tor, wo sie uns die 33er-Staffel wieder reingeschickt haben, obwohl wir uns an alle Abstandsregeln gehalten haben und auch die Leute Masken getragen haben. Nur bis auf die halt einen Attest haben, haben alle Masken getragen. Und trotzdem, wir haben uns so dran gehalten und trotzdem haben sie uns wieder niedergeknüppelt, wegen nichts und wieder nichts. Dem Stefan Brackmann den Arm gebrochen, den Ellbogen gebrochen, weil er deeskalierend sich zwischen Polizei und Leute gestellt hat. Ein Rollstuhlfahrer, der Epileptiker war, verhaftet und ihm quasi Schwierigkeiten gemacht, weil er keinen Attest hatte, sondern nur einen Schwerbehindertenausweis, was ja impliziert, dass er keine Maske tragen kann. Also sie haben wirklich wieder auch die Schwachen hops genommen, auch eine Frau wieder. Und also es war wieder so schlimm, dass ich den ganzen Abend fix und fertig war danach und in der Nacht dann irgendwann den Schluss gefasst habe, es reicht jetzt. Es reicht auch mit der Anpassung, immer an diese Regeln, mit der Angst, oh Gott, wir werden aufgelöst, die Demo wird aufgelöst, haltet die Abstände, die Demo wird sonst aufgelöst. Ich fand ehrlich gesagt den 1.8. sehr, sehr toll, wo die Demo aufgelöst wurde und wir aber einfach geblieben sind. Also wir haben so viele Reden gehört, ich weiß nicht, wie viel tausend Reden ich gehört habe in den letzten Monaten. Klar sind immer noch super interessante Sachen dabei. Ich liebe auch die Demos, wie der Michael Ballweg sie organisiert. Es ist eine wunderbare Atmosphäre von Frieden und von Liebe. Und wir untereinander, wir stärken uns und dafür ist das super. Aber ich habe in Heilbronn bemerkt, ich organisiere uns auch die Demos in Heilbronn mit, dass wir kaum noch Passanten erreichen. Also die gehen wirklich so vorbei mittlerweile, die wollen nichts mehr hören, die haben die Nase voll von dem Thema. Und wir halten uns gegenseitig die Reden. Ja, und das ist zwar schön für uns, aber ich finde, es ist nicht zielführend. Man muss ja fragen, was wollen wir denn? Wollen wir uns ewig reden halten und Party feiern oder wollen wir was verändern? Und ich bin immer jemand, der versucht, effektiv zu sein. Und ich habe wirklich seit München, als ich auch mitten in Polizeigewalt stand am 12.09., habe ich immer wieder mir die Frage gestellt, wie gehen wir weiter? Was steht als nächster Schritt an? Ich habe das Gefühl, dass eine Phase zu Ende gegangen ist, wo es gut war, wie wir es gemacht haben. Informieren, ja. Und auch durch die Videos Leute informieren. Aber ich glaube, die Phase ist vorbei und es zieht deutlich an, jetzt auch mit den neuen Maßnahmen.
Und ich merke einfach, auch die Polizeigewalt hat eine andere Dimension erreicht seit dem 29.08. erschreckend. Und ich finde, wir müssen auch uns anpassen an die Veränderung und gucken, wie gehen wir weiter. Und für mich ist wirklich der Schluss in dieser Nacht gefallen, nach dem Brandenburger Tor, jetzt letzte Woche Sonntag, dass ich gesagt habe, nee, es reicht. Es reicht, mir reicht's. Ich will nicht mehr so. Ich möchte jetzt wirklich Nägel mit Köpfen machen und möchte mit Leuten, mit Menschen auf die Straße gehen. Ich möchte Demozüge machen und keine stationären Demos. In Konstanz waren wir so weit ab vom Schuss. Das hat die Konstanzer gar nicht gejuckt im Zentrum. Ja? Das war ein schönes Fest. Die Friedenskette hat noch was bewirkt wahrscheinlich, aber der Rest war wieder reden, uns gegenseitig halten. Und da hat es mich auch schockiert, dass die Friederike Pfeiffer de Brünjan so ein Ding, so eine Brandbombe abgekriegt hat. Die Polizei hat es einen Dreck interessiert. Ja. Die haben wirklich uns nicht geholfen. Ja? Und das war auch so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, boah, so weit sind wir gekommen, ja? Dass die Verbrechen sogar unterstützen und wegschauen. Und ich finde, bevor es zu spät ist, ne? Bevor wir noch einen Lockdown kriegen oder bevor unsere noch mehr Kinder unter den Masken sterben. Ich habe auch 3 Kinder, die sind schon groß, aber ich bin Hebamme von Beruf und mein Herz schlägt für die Familien. Ja? Und ich leide so schon genug, wenn ich jeden Tag sehe, wie die Schwangeren verängstigt sind und mit Maske zum Arzt müssen, die Männer nicht mit können zu den Vorsorgeuntersuchungen, sie alleine in Kreißsaal müssen, auf Wochenstation der Mann nur eine halbe Stunde zu Besuch kommen darf, das Baby, das Erste, was es sieht, das Neugeborene, ist ein Gesicht mit Maske. Ja? Also ich will, dass das aufhört. Und ich habe auch keine Angst vor der Polizei. Ich habe jetzt genug Erfahrung mit der Berliner Polizei. Es sind auch Menschen, viele sind wirklich auch auf unserer Seite mittlerweile, zumindest vom Gewissen her. Also auch am Brandenburger Tor, wie das war, habe ich auch Tränen in den Augen von Polizisten gesehen. Ja? Und ich möchte am 25.10. das machen. Der Weltgesundheitsgipfel ist die Gelegenheit, dass wir als Menschen aufstehen und dieser Elite sagen, was wir von ihr halten und was wir nämlich wollen. Ja? Die können nicht einfach über uns bestimmen. Eine Handvoll Leute sagen, wie die Politik geschieht und was wir machen. Nee. Dann stehen wir auf und sagen denen, wo der Hase langläuft. Und wenn wir viele sind und wir haben international eingeladen, ich möchte Millionen von Menschen, ich möchte Berlin fluten. Es ist zwar sehr kurzfristig, ich hoffe einfach auf eure Spontaneität, dass ihr die Wichtigkeit der Stunde erkennt. Ja? Weil es kann sein, wir kriegen den nächsten Lockdown. Es ist erst der Anfang dieser Maßnahmen, die jetzt schon heftig sind. Ja? Das ist der Anfang vom Herbst, Winter. Auf was warten wir noch? Also ich möchte nicht bis zum 31.12. warten, auch wenn es eine super Idee ist, Silvester in Berlin zu feiern. Aber was ist bis dahin? Leipzig ist noch, ja. Aber ich finde, Berlin ist die Landeshauptstadt, die Bundeshauptstadt, nicht nur Landes, Bundeshauptstadt. Mhm. Und Berlin ist ein historischer Ort. Da haben die Menschen schon immer für ihre Freiheit gekämpft. Ja? Ja. Und Berlin ist auch das Herz von Europa. Ich sehe, dass Berlin eine Schlüsselrolle hat. Und natürlich ist am 29. viel schiefgelaufen, aber dadurch, dass wir 2 Wochen danach demonstriert haben in Berlin, jeden Tag auf der Straße waren mit den Polizisten, hat auch bei denen Wandel stattgefunden. Das habe ich von Tag zu Tag sehen können, nämlich in den Augen der Polizisten, dass die uns wohlgesonnener wurden und freundlicher und interessierter auch. Und ich hoffe darauf, dass die Polizisten wirklich wissen, für wen sie eigentlich da sind. Sie sind nämlich da, um das Grundgesetz zu schützen und um die Bürger zu schützen, die friedlich demonstrieren. Das ist die Aufgabe der Polizei, nicht diese Bürger niederzuschlagen. Ja. Ja, die Polizei ist dafür da, um die Grundrechte zu schützen. Die wären eigentlich dafür da, um diese Verbrecher ins Gefängnis zu bringen. Ja? Die müssten eigentlich uns helfen, dass wir das Unrecht beseitigen in unserem Land. Also ich wünsche mir, dass die Polizei wirklich versteht, auf was sie den Eid geschworen hat, nämlich aufs Grundgesetz. Ja? Und ich verspreche mir viel davon, wenn wir als Menschen auf die Straße gehen, haben wir viel, viel Kraft, gerade wir Querdenker. Wir haben diesen gewaltfreien Widerstand sehr gut verinnerlicht. Ja? Das soll gewaltfrei sein, aber nicht gekuscht. Ich will nicht mehr kuschen. Ja? Standhaftigkeit Vehemenz und ein klarer Wille, ganz das hat Klarheit, ja nicht unbedingt etwas mit Gewalt zu tun. Gar nicht, das ist das Gegenteil von Gewalt. Und Gewalt kann nur vermieden werden, wenn wir auch wahrhaftig und klar sind. Ja, wenn wir so konfus sind, nicht wissen, was wir wollen. Und also es gehören verschiedene Qualitäten dazu, finde ich, zum gewaltfreien Widerstand gehört natürlich Liebe und Mitgefühl. Aber nicht nur, es gibt auch dummes Mitgefühl. Ja, dazu gehört auch Weisheit, ja, unterscheidendes Gewahr sein, zu wissen, was wann dran ist, wann sollte ich reden, wann sollte ich schweigen, wann sollte ich mich anpassen an Regeln und wann ist es vorbei damit. Ja? Und eine Klarheit,
klar und friedvoll und ruhig zu sein, aber entschlossen, aufrecht. Ja? Wie der Vater von Hans und Sophie Scholl gesagt hat zu seinen Kindern, ich möchte nur, dass ihr frei und aufrecht durchs Leben geht. Ja? Und das will ich nie verraten. Und ich bei dem Schweigemarsch habe ich das Gefühl gehabt, ich verrate meine Ideale, wenn ich mir eine Maske aufsetze. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Es ging für mich nicht. Ich habe erst gedacht, ich probiere es vielleicht, aber es ging nicht. Ich konnte es nicht. Ich hatte sogar eine einstecken. Ich habe mir eine besorgt noch davor, aber ich habe sie nicht aufziehen können. Es ging einfach nicht. Ich konnte es nicht machen. Und insofern will ich da auch, ich werde nicht die Teilnehmer drangsalieren mit Abstand und Maskenpflicht. Ja, wir gucken dann, wie wir damit umgehen. Natürlich sollen wir im Herzen bleiben, in der Herzenergie, im gewaltfreien Widerstand fest verwurzelt sein, auch mit Geduld. Ne, auch nicht enttäuscht sein, wenn die Revolution noch nicht an einem Tag passiert. Ja, aber das kann ein wichtiger Anfang sein. Ne? Brauchen wir also eine Revolution? Du sprichst ganz klar von einer Revolution. Nein, was heißt Revolution? Ich meine, jetzt kann man das Wort natürlich unterschiedlich deuten. Ich meine, dass innerhalb des Systems nichts mehr zu retten ist. Ja, ich sehe, das ist ein kaputtes, kriminelles, marodes System, das wir von Grund auf erneuern müssen, wir Menschen zusammen. Natürlich mit Werten wieder füllen, das ist ja völlig nur noch an Geld und Profit orientiert und Macht, ne? Und an Hierarchien, das macht immer Probleme. Sobald ich eine Hierarchie habe, brauche ich eine Machtinstrumente, um diese Hierarchie zu sichern, und schon habe ich Unterdrückung, ne? Und das fällt mir, seitdem ich bei Querdenken extrem auf, wie das deutsche Volk überall seine Bürger drangsaliert. Das heißt, jetzt mit Blitzern, die überall positioniert sind, ja, immer nur, um die Leute zu fangen. Ja. Ich denke, mein Gott, warum eigentlich? Ja? Warum können wir nicht auf andere Werte setzen, ja? wie Verbundenheit und ein freudiges Miteinander, ein liebevolles Miteinander, das den anderen unterstützen möchte und nicht gegeneinander. Und wer kriegt den dicksten Kuchen so, ne? Ja. Also, ja. Ja, und ich freue mich auch, dass der Christian Stockmann von Christ im Widerstand mit dem Boot ist. Den mag ich sehr. Und der hat zum Beispiel auch uns da wirklich geholfen. Am Brandenburger Tor war er eingeladen. Letzte Woche, als die Gewalt eskaliert war, war er als Redner da und hat sein Lied gesungen. Und als die Polizei so reingegriffen hat, ist er auf die Bühne gegangen und hat gebetet. Ne? Hat gebetet, ganz stark gebetet. Und dann ist diese 33er-Stoffel tatsächlich abgezogen. Ne? Also das möchte ich auch mit reinbringen. Diese spirituelle Dimension ist für mich ganz wichtig. Und die wird auch sehr wichtig sein bei unserem Demomarsch. Ne? Das wird ein Demomarsch sein vom Alex. Um 12 Uhr treffen wir uns am 25.10. am Alexanderplatz, marschieren von dort in Richtung Kongresszentrum. Ne? Vorgesehen ist bisher das Kosmos in der Karl-Marx-Allee. Ob sie das noch ändern, werden wir sehen. Ne? Also wir laufen dann dahin, wo die sitzen. Die ganze Gesundheitsmafia. Und dann werden wir da ordentlich die Meinung da sagen. Ja? Und es wird nicht diesen typischen Charakter von Kundgebung haben, wo 1000 Reden gehalten werden und Bands auf der Bühne sind, sondern diesmal geht die Kraft von den Menschen aus. Und da brauchen wir Musikinstrumente, dass jeder sein Musikinstrument bringt. Wer solche, wie heißen die Flüstertüten? Megafone hat, bringt es mit. Ja? Ja. Aber guckt, dass ihr trotzdem noch flexibel seid, ne? Dass ihr euch bewegen könnt, dass wir laufen können, also nicht zu vollgepackt sein. Ja. Was ich auch gerne hätte, wäre eben eine Sitzunterlage, dass wir uns auch mal hinsetzen können, ohne zu kalt und zu nass zu werden. Dass wir auch eine Weile sitzen können, wenn die Gewalt eskalieren sollte von Seiten der Polizei. Dass wir uns, wie wir es am 1.8. gemacht haben, hinsetzen. Oder wie wir es in der Friedrichstraße gemacht haben. Da hat die Polizei ja auch sehr eskaliert. Und wir haben das verhindert, indem wir uns hingesetzt haben in Meditation. Ja? Also, dass wir diese Waffen, die wir haben, unser friedvolles Herz und unsere Ruhe und Kraft, dass wir das einsetzen. Und mein Wunsch wäre sogar, dass jeder Teilnehmer ein Herz mitbringt oder mehrere Herzen, gebastelte, schön rote am besten für die Polizei. Kann aus Pappe sein, kann aus Stoff sein. Dass wir den Polizisten, wenn die Situation gerade angemessen erscheint, wirklich ein Herz geben können. Ja, weil diese Beamten sind auch in der Zwickmühle. Die sitzen völlig zwischen den Stühlen. Ja. Und ich weiß von Polizisten, die nach der Demo am 29.08. ihre Uniform ausgezogen haben und im Zivil wieder auf die Demo gegangen sind. Die haben Angst auch, sich zu outen noch. Ja? Ja. Es ist auch nicht leicht, wenn man in so einer Gruppe unterwegs ist, als Einzelner rauszutreten, zu sagen, ich schließe mich jetzt den Demonstranten an. Das ist ja ein unheimlich schwerer Schritt. Ja. Ne? Aber also mein Herz schlägt auch sehr für diese Beamten, weil ich sehe diesen Konflikt, in dem die auch sind. Es sind oft ganz junge Kerle auch, die keine Erfahrung haben. Die auch nicht wissen, soll ich jetzt dem Befehl da gehorchen, was soll ich denn machen? Ne? Also dass wir schauen, diese Herzenergie,
mit reinzunehmen. Auch diese Fröhlichkeit, die wir heute hatten, das hat mir sehr gut gefallen. Mit den Trommeln, mit dem Singen. Mhm. Ja? Ich glaube, so können wir die Welt erobern. Mit Freude, ja. Mit Liebe, und aber gleichzeitig mit Klarheit und Wissen, was wir wollen, mit Weisheit und Kraft. Vielen Dank. Ja? Vielen Dank. Kirsten, und ich freue mich, wenn ihr alle kommt. Bitte kommt alle, tut eure Termine wirklich, prüfen, ob die so wichtig sind. Kommt nach Berlin. Wir brauchen wirklich viele, wenn wir viele sind, macht die Polizei auch nichts. Die können nicht Millionen Leute wegtragen. Ja. Ich danke dir. Also kommenden Samstag? Kommenden Samstag, Samstag ist 24.10. Da ist dieses internationale, also wo da ist quasi auf der ganzen Welt, finden überall in allen Städten Demos statt. Da findet auch in Berlin was statt. Da weiß ich, dass der Axel von Love Wins ein Autokorso macht zum Beispiel. Ja. Also läuft auch schon was, aber dieser World Health Summit, dieser Weltgesundheitsgipfel, der fängt am 25.10. am Sonntag an und geht bis Dienstag, den 27.10. und bringt euch ein paar Tage Zeit mit. Thermoskanne, wir können, mit Kaffee. Ja, trinkt euch, ja genau, Thermoskanne, Zelten, Schlafsack so am besten. Ne? Der Dirk Scheller will auch da gucken, dass er sein Zeltcamp da wieder aufbaut vielleicht. Ja, das wäre es. Ja, genau, wir müssen ein Stück weit, deswegen sage ich Belagerungszustand oder, ja, also eine Revolution findet halt nicht statt, indem man dann abends wieder nach Hause fährt. Ja? Muss man schon auch entschlossen sein, sagen, was will ich denn? Ich möchte wirklich einen Wandel. Wir alle gemeinsam im Frieden für den Wandel, aber so lange auch diese Beharrlichkeit haben, da gehört auch Geduld und Beharrlichkeit dazu und Ausdauer, bis der Wandel passiert ist. Und was macht denn Berlin, wenn die Stadt verstopft ist mit Millionen Leuten und wir einfach bleiben? Ja, stellt euch das doch mal vor. Und wir eben nicht irgendwann wieder abends um 20 Uhr, oh, mein Bus fährt, ja? Ja. Ne? Ne, das, so geht es halt nicht. Ja. Das hat nämlich die 29.8. und 1.8. enorm geschwächt, dass dann die Hälfte der Leute abtransportiert wurde mit Bussen. Das will ich diesmal auch gar nicht organisieren deswegen. Die Leute sollen wirklich ein paar Tage sich Zeit mitbringen. Am besten eine Woche. Ja, oder länger, wenn ihr könnt. Herbstferien, gut nutzen. Und dann bleiben wir so lange, bis wir das haben, was wir wollen. Bis unsere Forderungen auch gehört werden. Ja? Und wir gucken, wie, ja, das, also mein Ziel ist, dass dieses marode, kriminelle System entlarvt wird und auch zur Rechenschaft gezogen wird. Und dass wir diesen Pandemie-Zustand und diesen unverhältnismäßigen Maßnahmen ein Ende setzen. Vielen Dank. Wir sehen uns am Sonntag spätestens. Sonntag, genau, in Berlin. Ich freue mich. Ich freue mich auch.